Hey yo, meinst die Woche kommen auf Factsheets zu den Tieren, zu den Gewächshäusern? Da haben wir einige schon gesehen die Woche. Ah, Digga, ich weiß nicht. Geil wäre ja schon, aber eigentlich wäre es der einzig logische Schritt, den Giants machen könnte. Ja voll, warten wir's ab, am Freitag erfahren wir sicher mehr. Ich bin total hyped drauf. Und damit grüß ich Laden und herzlich willkommen am Freitag zu den Factsheets hier auf meinem Kanal. Wie geht's euch? Ich hoffe, es war alles gut. Der kleine Einspieler am Anfang musste einfach sein. Ihr werdet nämlich gleich sehen, wieso. Es ist ein bisschen enttäuschend. Im Zusammenhang jetzt gemeint mit dem, was wir die Woche alles schon gezeigt bekommen haben. Aber Giants hat trotzdem wieder coole Maschinen mit eingepackt. Vier Stück Factsheets haben wir mit dabei. Ich würde sagen, schnacken wir gar nicht lang rum und starten los. Wenn es euch gefällt, Daumen nach oben, würde mich sehr, sehr freuen. An die Neuen gerne abonnieren, Glocke aktivieren. Teilt es auf eurer Farm, damit es jeder sieht und let's go. Wir starten diesmal mit einer Reifenmarke, nämlich Continental. Wir wissen ja, Reifen sind auch branded, jetzt im Farming Simulator 22. Und hier werden uns verschiedene Continental-Reifen vorgestellt. Einmal den Traktor 70 Reifen, das dürfte der hier sein, ja, Traktor 70 steht hier auch drauf. Ist wahrscheinlich eine Standardbereifung. Dann haben wir den VF Traktor Master. Das ist hier am Bild nicht zu sehen. Wir haben nämlich hier zweimal dann noch den VF Combine Master, beziehungsweise nur den Combine Master. Okay, das sind 1, 2, 3, 4 Reifenmodelle. Jetzt bekommen wir es hin. Und zu sehen am Bild sind eben dieser Traktor 70 und dieser Combine Master einmal hier. Big M. Das ist ein Big M. Okay, schön. Ist wieder mit dabei. So muss das sein. Und einmal hier am Klaas Torion nehme ich an, dürfte das sein. Der Radler da aus dem Hause. Klaas. Da kann man gar nicht viel sagen. Reifenmodell sieht gut aus, sieht schick aus. Auf den verschiedenen Felgen, klare Geschichte. Verschiedene Größen bei den Traktoren wie Breitbereifung oder auch mit Felgengewichte, denke ich, sollten selbstverständlich sein, meiner Meinung nach. Oder auch Zwillingsbereifung. Auf alle Fälle die Traktorenreifen allgemein eben, dass es Markenreifen gibt, lizenzierte Reifen, finde ich sehr, sehr gut und gibt dem Ganzen einfach ein Detail, was meiner Meinung nach gefehlt hat irgendwo. Und auch das Modell zu den Reifen sieht richtig gut aus, ja. Schön ausmodellierte Stollen, richtig, ja, wie soll ich sagen, richtig rund auch das Ganze, ja. Das macht einfach was her. Würde ich sagen, Daumen nach oben für den ersten Factsheet. Im zweiten Factsheet haben wir auch direkt nochmal eben einen Traktor am Start, den Massey Ferguson MF8S zu einem Basispreis von 202.000 Euro mit Leistungsangaben von 225 bis 325 PS, also in einer Kategorie oder in einer Sparte von 100 PS lässt sich der konfigurieren. Ja, da kann man nicht meckern. Getriebe variabel, in Klammer CVT, 460 Liter Diesel, 43 Liter AdBlue, 50 km/h schnell, 8,7 Tonnen schwer. Hinten dran eine Guernseland DTX 300 AR plus Adrill 500 zu einem Preis von 29.000 Euro. Benötigt 250 PS, fast 200 Liter, 3 Tonnen schwer, 3 Meter Arbeitsbreite, 12 km/h Arbeitsgeschwindigkeit. Ja, fast Saatgut, aber Fruchtsorten, die ausgesät werden können, sind halt eben Gras, Ölrettich und Raps. Ist so ein Zwischenfruchtding. Das ist etwas, was Spezielles, so quasi. Man sieht auch am Screenshot, es ist Herbst. Es wurde Mais abgeerntet, es wird Zwischenfrucht angebaut. Da bleiben Steine vermutlich liegen, sage ich jetzt mal so grob, weil man hier auch Steine sieht. Das ist auch nicht schlecht, finde ich geil, so eine Arbeit da dementsprechend mit so einem Gerät verrichten zu können. Natürlich schreckt es ein, wenn man sagt, okay, ich brauche 250 PS, aber nur 3 Meter Arbeitsbreite, wird aber wahrscheinlich aufgrund der Maschinenvariante normal sein. Bin ich gespannt, er hat doch schon eine Jacke hier an, der Fahrer in der Kabine, wohl Heizung nicht eingeschaltet. Aber okay, ich verstehe es, im Herbst ist auch mal frischer, auch am Schlepper. Alles klar, schicker Screenshot, macht auf alle Fälle etwas her. Dann kommen wir auch dir nochmal zu einer fast gleichen Erntemaschine wie bereits vorgestellt, aber diesmal eben für Oliven. Ein Olivenvollernter aus dem Hause New Holland, Braut 9090X, Braut, ich bin immer noch ein bisschen verwirrt, irgendwie Braut. Zu einem Preis von 306.000 Euro. Hat 182 PS, Getriebe variabel, 270 Liter Diesel, 41 Liter AdBlue, 30 km/h schnell, 4000 Liter Tank, 10,1 Tonnen schwer, ja, ist beachtlich. 8 km/h Arbeitsgeschwindigkeit, ja, und Fruchtsorte Oliven. Ganz klar, dass man hier auch Oliven im vollautomatisierten Prozess ernten muss, sonst kann der Landwirt oder der, muss ich sagen,
vorausschauender Landwirt nicht überleben, so quasi. Ist eine coole Maschine, wie gesagt, sieht sehr ähnlich aus zu dem Weintrauben-Vollernter, auch von New Holland. Von daher ist es geil, letztendlich auch die Maschine dazu zu sehen. Die Kabine sieht ein bisschen seltsam aus, die triggert mich ein bisschen zum Pro-Style irgendwie, sehr konisch, aber okay. Ich denke mal, das ist normal. Wie steigst du überhaupt denn das Ding ein? Hier ist die Tür. Tür ist hier. Hier gehe ich, kletter ich hoch an dieser Leiter. Ist das dann, klappt da was raus, hoch zum Draufstehen oder falle ich da direkt runter, wenn ich nicht aufpasse? Okay, klappt die Leiter rüber. Oder muss ich da echt so ums Eck einsteigen? Etwas seltsam. Okay, ich habe so ein Ding da in Realität noch nie gesehen. Von daher nehme ich das einfach mal so hin, dass das schon stimmen wird. Wieder halt die typischen New Holland Merkmale hier zu sehen, als wäre es halt so eben die Motorhaube von einem Schlepper. Ist eben auch eine Herbsttätigkeit, von daher wieder ein Screenshot aus dem Herbst. Ich finde die Screenshots jetzt auch echt ein bisschen besser von der Farbgebung und von den Lichtdetails. Also es ist nicht mehr so gelb alles, das ist jetzt wirklich so ein schöner Braunton. Ich habe bei uns in der Umgebung auch ein paar Herbstbäume bereits gesichtet, wenn hätte das gedacht, im Oktober. Aber ich habe schon überlegt, ein paar Drohnen-Shots aufzunehmen, um mal auch irgendwie so ein Video ein bisschen draus zu basteln. So ein bisschen Vergleich, so quasi, was uns erwartet, wie es in Realität aussieht. Weil das hier, denke ich, kommt dem Ganzen schon näher. Also solche gelblich-braun oder hier im Hintergrund etwas braunere Bäume, Büsche und so habe ich schon gesehen. Von daher, nice. Auch hier nebliges Lichtverhältnis, finde ich gut. Finde ich schön, gibt es auch einen Daumen auf alle Fälle. Und last but not least, etwas für die Youngtimer, Oldtimer-Fans. Nee, ist eher, oder ist das, geht das schon in die Richtung? Ich weiß nicht genau, wahrscheinlich Youngtimer. Steyr 8150. Zu einem Preis von 87.500 Euro. Keine Ahnung, ob das Ding wirklich so viel kosten würde, wenn es neu wäre. Wahrscheinlich irgendwie so ein Preis von damals in Euro umgewandelt plus Steigerung, was weiß ich. 135 PS Getriebe, manuell, ganz klar. 168 Liter. Dieselführer mit der Koloss, 40 km, also schnell. 5,7 Tonnen schwer, sieht auf alle Fälle schwerer aus, aber man weiß, die älteren Steyrer Traktoren waren einfach pompös, ja, die waren halt einfach plump, massiv, das waren halt einfach richtige Büffel. Finde ich aber geil, ist ein schönes Fahrzeug, dieser alte Steyr-Look, das hat einfach was. Hinten dran ist ein Fliegel TMK 273, ja, ein Anhänger. Ist aber ein Kipper, denke ich. Zu einem Preis von 55.000 Euro. Ladet 40 Kubik mit dem Schlepper davor, 135 PS. Da kann er schon ziehen, auf alle Fälle. 7,9 Tonnen schwer und ladet einfach ja, alle Fruchtsorten. So gut wie alle Fruchtsorten. Von Frucht über Mist bis hin zu Streusalz haben wir da einiges mit dabei, was er laden kann. Wie gesagt, fast alle Fruchtsorten. Was ich auch noch geil finde bei diesem Screenshot ist hier, das mit den Reifen. Da drückt es auch wirklich die Reifen richtig ein, wenn der voll beladen ist. Geil wäre natürlich noch so ein Detail, je nachdem, was ich geladen habe, dass sich es unterschiedlich schwer verhält. Von der Dichte der jeweilig geladenen Sorte wäre es auf alle Fälle interessant, ob sich das Reifeneindrücken da auch anders verhält. Gut, da sind wir auch durch. Kurz und knackig kann ich jetzt an der Stelle gar nicht sagen. Ist eh wieder gewöhnliche Länge. Wie gefallen euch die Screenshots für die Factsheets diese Woche? Ich hätte eigentlich auch erwartet, dass wir etwas zu Tieren und Gewächshäusern bekommen, aber okay, ist nun mal so. Von daher freue ich mich aber trotzdem über diese schönen Maschinen wieder, die wir gesehen haben. Von daher kann ich meinerseits nur sagen, die Vorfreude besteht weiterhin. Aber was denkt ihr? Was sagt ihr zu den Factsheets? Lasst mich gerne wissen, schreibt es unten in die Kommentare oder ist euch was aufgefallen, was ich übersehen habe oder was wichtig wäre zu erwähnen, wie auch immer. Ich bin gespannt. Wir sehen uns, hören uns im nächsten Video, spätestens im nächsten Blogbeitrag. Ich würde sagen, sonst am Sonntag noch im Livestream auf Twitch. Bis dahin, tschüss, ciao und bye bye.